Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Blood of the Saints Box von Powerwolf. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Blood of the Saints, in diesem Fall in der 10th Anniversary Edition, also in der 10-Jahres-Edition von Powerwolf. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, im Jahr 2011 ist das originale Album erschienen, Blood of the Saints. Und jetzt, 10 Jahre später, am 17. Dezember 2021, gab es das Ganze zum 10-jährigen Jubiläum in dieser 10th Anniversary Edition. Es war das vierte Album von Powerwolf. Wir haben hier eine quadratische Box auf dem Cover, wie man es kennt hier, martialisch, diese Bestien, diese Werwölfe. Darunter dann in silber glänzender Schrift Blood of the Saints Powerwolf. Und dann haben wir hier noch ein Kreuz und das PW, das Logo der Band, rundum, also diese Ornamentoptik. Dann auf der Seite natürlich beschriftet, rundum, sowohl mit Powerwolf als auch Blood of the Saints Schriftzug. Das zieht hier wirklich komplett über alle Seiten. Und auf der Unterseite der Box haben wir dann oben rechts den Barcode. Dann haben wir hier in der Mitte die ganzen Tracklist. Und zwar haben wir einmal die Tracklist von Blood of the Saints. Dann auf dem zweiten Absatz hier Blood of the Saints, the Demos, also die Demo-Versionen, und dann hier noch Nummer 3, Alive in the Night. Dann hier noch die beteiligten Labels, in diesem Fall Metal Blade Records. Mittlerweile sind die Herrschaften ja meines Wissens bei Napalm Records, aber Blood of the Saints erschien damals noch über Metal Blade. Und dann schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar, von innen schwarz, und dann haben wir hier einmal die Fahne. Weiter geht's mit einem Artbook, einem Hardcover-Buch. Dann kommen die Vinyls, Vinyl Nummer 1 in diesem Fall, Blood of the Saints. Vinyl Nummer 2, die Demos. Und Vinyl Nummer 3, Alive in the Night. Also die drei Vinyls, die wir auf der Rückseite gelesen haben, die drei Tracklists. Jetzt ist die Box leer. Auch hier wieder in Schwarz. Packen wir wieder zusammen und legen die Box zur Seite. So, die Vinyls packen wir ebenfalls mal zur Seite, also zumindest die zusätzlichen. Und dann starten wir natürlich mit dem Album an sich, also mit der Hauptvinyl, das ist die hier. Auch das Artbook und die Fahne legen wir dabei noch ab. So, das ist das Album, Blood of the Saints. Die Optik ist die, die wir auch schon vom Boxcover kennen, nur eben etwas ja, heller ausgestaltet. Hier unten der Schriftzug, auf der Seite ebenso beschriftet. Auch wenn es jetzt nicht ganz so scharf stellt, ja, jetzt kann man es lesen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier eine Vinyl, in diesem Fall die Blood-Seite und die Saints-Seite. Hier haben wir es, 6 Tracks auf der A und dann nochmal 6 auf der B-Seite. Also insgesamt auf dem Album oder auf dieser Vinyl 12 Stück. Barcode oben rechts, dann haben wir hier noch die Schafherde, hier hinten kommt schon der Werwolf. Und hier dann wieder in Gold der Schriftzug von Metal Blade Records. Wir schauen rein. So sieht das Ganze hier von innen aus. Die vier Herrschaften versammelt. Obwohl wir hier ein Gatefold haben, ist die linke Seite hier zu. Und der Inhalt befindet sich hier komplett in der rechten Stecktasche, nachdem wir ja auch nur eine Vinyl haben. Aber wir haben trotz einer Vinyl noch ein paar andere Inhalte. Ich glaube, jetzt ist es leer. Genau, jetzt ist die Stecktasche leer. So, zum einen haben wir hier ein Poster, dann haben wir hier so ein Credit Sheet, also so ein Booklet-Zettel, beidseitig bedruckt, und natürlich die Vinyl an sich. So sieht dieser Zettel aus, ein Werwolf und dann hier noch die Credits zu den einzelnen Tracks. Und auf der Rückseite haben wir die ganzen
Lyrics, also jeder einzelne Song hier komplett Wort für Wort erfasst. Dann haben wir noch das Poster. Das schauen wir uns auch gleich an. So, was wir auf jeden Fall schon mal sehen, es ist einseitig bedruckt, die Rückseite ist weiß. Das ist dann das Motiv. Also hier wieder der Powerwolf Schriftzug. Und das ist dann das eigentliche Bild. Also diese Optik, die wir schon vom Cover kennen. In diesem Fall im Hochformat. So, Poster müsste sein A1. In diesem Fall Hochformat. Packen wir wieder zusammen. Und schauen uns die Vinyl an. Es gab diese Box in diversen verschiedenen Ausführungen, je nachdem, wo man sie bestellt hat. Also da gab es unterschiedliche Versionen, je nachdem, ob man direkt bei Metal Blade Records bestellt hat, bei Napalm Records oder bei Bravado, bei Universal, egal wo. Also jeder Shop hatte so seine eigene Ausführung. Ich habe in diesem Fall hier die sogenannte Crystal Clear Ausführung. Also die Vinyls sind hier so mehr oder weniger durchsichtig. Das hier die B-Seite. So, und die Vinylhülle selber, zumindest die des Albums, ist hier auch noch einmal gestaltet und bedruckt von Metal Blade Records, von ihren Schriftzügen und Logos. Das war Vinyl Nummer 1, die sich hier drin befindet. Packen wir mal zur Seite. Kommen zur Vinyl Nummer 2. Das ist in diesem Fall diese hier. The Demos, Blood of the Saints, Powerwolf, The Demos, so sieht das aus. Auch hier natürlich wieder heftiges Artwork, seitlich beschriftet. Und dann haben wir hier die Tracklist, so sieht das aus, auf dieser Vinyl auch wieder 12 Tracks. Oben rechts der Barcode, dann hier wieder Infos zum Label. Und das ist jetzt hier kein Gatefold mehr, sondern hier so ein ganz schlichtes 1er Cover mit einerseits wieder so einem Sheet. So sieht es aus. Und auf der Rückseite haben wir so eine kleine Widmung oder Erklärung zu diesen Demos, wie die aufgenommen wurden. Und dann natürlich die Vinyl an sich. Die kommt jetzt in einer schwarzen Hülle, ohne Aufdrucke. Aber die Vinyl natürlich auch wieder hier in dieser Crystal Clear Optik. Das ist die A-Seite und drehen wir es um, das ist dann die B. Ja, wie gesagt, 12 Tracks hier auch wieder mit drauf. Somit sind wir dann schon bei 24. Und dann kommen wir zur dritten und letzten Vinyl. Das ist die hier, Alive in the Night. So sieht die aus. Auf der Seite beschriftet. Und dann haben wir hier die Tracklist, in diesem Fall 10 Stück, womit wir dann auf 34 sind. 12, 12 und 10. So, hier ist natürlich auch wieder Vinyl und so ein Zettel drin. So, Live in the Night, Powerwolf. Auf der Rückseite gibt es wieder eine Erklärung. Und das ist dann die Vinyl. Schwarze Hülle. Natürlich nicht anders zu erwarten, Crystal Clear Vinyl, A-Seite und auf der Rückseite dann die B-Seite. Gut, das war's zum musikalischen Anteil, also jede Menge Musik. Wir haben hier 3 Vinyls mit insgesamt 34 Tracks. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Darüber hinaus haben wir dann noch eine Fahne. Die hat wieder die Optik, die wir schon kennen vom Poster. Moment. So. Aber jetzt. Na. Das Eck war noch umgeknickt. So. Powerwolf Schriftzug hier in diesen ja, Gold-Bronze-Farben. Und dann hier kommen die 3 mächtigen Werwölfe zum Vorschein. Und dahinter noch der Himmelskörper, der so aussieht, als würde hier gerade brennen. Einseitig gestaltet. Das ist dann die Rückseite. Also so eine Fahne im Hochformat kann man hier dann wunderbar wieder zusammenlegen. Jo, machen wir auch gleich mal. Einmal noch hier einklappen. Na, nicht so ganz.
So, wunderbar. Und dann kommen wir zum finalen, zum letzten Boxinhalt. Und zwar dem Artbook. Auch das hier wieder in der bekannten Cover-Optik gestaltet. Auf der Seite beschriftet in Schwarz und Silber. Und auf der Rückseite wieder die Schafhirte, die Schafherde samt Hirte. Hinten gibt es noch die kleine Kirche. Und wir schauen rein. Wir haben hier einerseits jede Menge Fotos und Bilder, aber natürlich auch Text. Genau, also hier gibt es Text, in diesem Fall ein Bibelzitat. Dann gibt es hier eine Einleitung, auch wieder hier geschrieben von Matthew. So sieht das aus. Und einzelne Tracks mit den Lyrics erfasst. Aber natürlich auch hier wieder Artwork und Fotos der einzelnen Bandmitglieder. Ja, Pressebilder, Lyrics, all das gibt es hier. Und dann eben bei den einzelnen Kapiteln gibt es dann auch noch Widmungen oder Anekdoten. Dicht gefülltes Buch. Ich glaube, 64 Seiten sind es. Also hier hat man einiges zum Anschauen bzw. zum Nachlesen. So, und dann kommen wir langsam aber sicher zum Ende. Fotos ohne Ende, Lyrics, alle vier, Artwork, das ist der Schafhirte. Genau, gut, hier Fotos aus dem Studio. Dann hier noch einmal die kompletten Credits und eine Danksagung bzw. eine Info zu Alive in the Night. Das ist der Text, den wir, glaube ich, eh schon hatten auf dem Zettel, und hier nochmal zu den Demos. Jawohl, das war's. Gut, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Artbook, 64 Seiten an der Zahl. Dann die Fahne im Hochformat hier mit dem Artwork. Vinyl Nummer 1, Live in the Night, mit diesem Zettelchen. Und natürlich der Vinyl. 10 Tracks hier mit drauf, mit Cover. Dann Vinyl Nummer 2, Blood of the Saints, die Demo-Versionen. Kommt natürlich auch hier auf Vinyl mit 12 Tracks. Und dann das Hauptalbum Blood of the Saints, auch wieder mit 12 Tracks, mit dem Zettelchen, mit der Vinyl und natürlich mit dem Poster, Format A1, also Hochformat. Und die kommt dann nochmal hier in diesem wunderbaren Gatefold. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Blood of the Saints 10th Anniversary Edition von Powerwolf. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Powerwolf unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.